back from the dead. Mittwoch, der 24. April 2019. Willkommen zu einer Episode des Fortnite Daily Shops. Und am Anfang erstmal, Kali hat mir wieder was geschenkt und schreibt, lol, Junkrat von Overwatch. Wir kommen da gleich zu, denn wir haben was Neues im Shop. Wir öffnen erstmal das Geschenk. Mal ein paar Herzen bitte unten in die Kommentare für Kali. Und er schenkt mir eine neue Axt, Schrapnell. Die zeige ich euch gleich. Danke dir, Kali. Vielen, vielen Dank. Wirklich, vielen, vielen Dank. Ein paar Herzen bitte unten rein für Kali. Danke dir auf jeden Fall für das Geschenk. Ehrenaktion von dir. Und noch ein Geschenk von Melone ist reinkommen. Leute, ihr seid wahnsinnig. Immer wenn ich mein Video aufnehmen will. Was ist da los? Melone, wir öffnen das Geschenk mal. Er schenkt mir den neuen Skin. Da kommen wir gleich zu. Oh, Leute, ihr seid Wahnsinn. Vielen, vielen Dank. Leute, wir schauen mal direkt in den Shop rein. Ich muss euch schnell grüßen hier. Kratix ist gegrüßt, Skull ist gegrüßt, Toxic, Gerwin, Kakashi, Lauchi, der Faceguy. Dann haben wir noch Alex, Ninja natürlich, Luki, wer auch sonst. Melone natürlich auch. Und ich würde sagen, wir schauen mal direkt in den Shop rein. Also, wir fangen mal an bei dem geschenkten Skin, den ich gerade bekommen habe. Und zwar Splode. Was ist das bitte für ein Skin? Was ist das bitte für ein Splode? Wie er schon gesagt hat, Junkrat ist drin, weil Holzbein und so. Holy shit. Also, ist der irgendwie... Ne, ist er nicht. Ich dachte schon, vielleicht explodiert sein Kopf oder so, wenn man ein paar Kills macht mit der Zeit. Aber leider nicht. Ist kein Reactive oder so. Der sieht auch so aus. Ja, der ist... Also, der hat sich aus dem Gefängnis freigesprengt, kann man sagen. Weirder Skin. Aber so unglaublich cool. Der ist irgendwie geil. Cooler Skin. Auf jeden Fall richtig nice. Und dann passend dazu Schrapnell. Das habe ich auch gerade geschenkt bekommen von Kali. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Oh, hört sich nicht schlecht an. Auch hier mit den Ketten unten nochmal dran. Oh, das ist schon nice, muss ich sagen. 500 V-Bucks dafür. Richtig, richtig nice. Danke nochmal für die Geschenke, Jungs. Mal ein paar Herzen unten rein für Melone und für Kali. Vielen, vielen Dank. Ja, dann kommen wir zu dem nächsten Skin. Super Sonic, der ist wieder da. Der war erst vor einer Woche drin. Jetzt ist er wieder da mit den verschiedenen Styles. Ich gehe die nochmal schnell durch. Wir haben hier einmal den Skull, den Wolf, Hornet und wir haben Falcon drin. Also, dann habt ihr praktisch 4 Skins in einem, wer das haben will. Und mit einem Backpack noch dazu. Ja, mein Fall war das nicht, denn ich feiere nur den Skull. 2000 V-Bucks fand ich ein bisschen teuer dann für 4 Styles, wo ich nur einen von wirklich feiere. Vielleicht anderthalb. Und deswegen war das ein bisschen zu krass für mich. Passend dazu gibt es aber noch Stealth Black für 300 V-Bucks. Das sieht auf jeden Fall geil aus, muss ich sagen. Wirklich Stealth. Das sieht wirklich nice aus. Das reflektiert auch nicht. Alles schön Stealth gemacht. Also wer so schlichte Waffen haben will und nicht so auf diese Magma oder leuchtende Sachen steht, absolut geil, muss ich sagen. Beim Bogen feiere ich immer irgendwie. Beim Bogen sieht absolut nice aus. Und dann gibt es noch Dogfight, auch für 300. Sah von der Vorschau jetzt nicht so geil aus, aber wenn man hier so die Waffen sieht, so Militärlook, das geht schon klar, muss ich sagen. Also wer so ein bisschen auf Realismus gehen will von den Waffen her und nicht irgendwie was Flächiges haben will, wie gesagt, entweder Stealth oder Dogfight, ist schon geil. Auch beim Bogen wieder. Sieht nice aus, muss ich sagen. Richtig cool. Passend dazu gibt es natürlich Surefire, den ich irgendwie scheiße finde, muss ich ganz ehrlich sagen. 500 V-Bucks für den Gleiter hier standardmäßig. Passt natürlich zum Air Royale Set, aber ja, hat man sich nicht viel Mühe mitgegeben, muss ich ganz ehrlich sagen. Bisschen schade. Ja, dann kommen wir zu den Dailies. Da haben wir Reckon Specialist für 1200 V-Bucks drin. Kein schlechter Skin, den sollte man sich auf jeden Fall mal gönnen. Der ist nämlich immer mal wieder drin, seit Anfang irgendwie. Seit 17 Tagen, vor 17 Tagen ist er jetzt mal im Shop gewesen. Also gönnt euch den auf jeden Fall. Vielleicht bekommt er ja auch irgendwann nochmal so eine neue Art und Weise. Vielleicht ohne Mütze oder so oder mit einem Backpack oder so. Epic Games, wäre auf jeden Fall cool. Ja, Nightlight haben wir drin für 800. Auch ein cooler Skin, leuchtet extrem. Irgendwie leuchtet ihr in den beiden jetzt mehr als vorher. Kommt mir irgendwie so ein bisschen so vor. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Diese zwei Streifen leuchten für mich irgendwie ein bisschen mehr. 800 V-Bucks auf jeden Fall für die gute Dame. Vor 10 Tagen das letzte Mal im Shop gewesen. Dann haben wir Spellslinger drin vom Arcane Arts Set. Nicht schlecht auf jeden Fall, wenn ihr einen der Magier habt oder generell auch. Das sieht cool aus mit einer Animation und so. Gibt es selten so, sag ich mal, so Pickaxe, die so sind. Dann haben wir Disruptor drin. Vom Third Eye Set. 800 V-Bucks. Auch nicht schlecht. So ein bisschen Transformer-mäßig das Ganze hier. Hört sich so ein bisschen Transformer-mäßig an irgendwie. 800 V-Bucks. Geht auch klar vom Preis her, muss ich sagen. So ein schöner kleiner Jet. Ja, und dann haben wir noch zwei Emotes. Zum einen Springloaded. Unendliches GIF. GIF sage ich schon. Unendliches Emote. 500 V-Bucks. Vor 15 Tagen das letzte Mal drin. Disruptor übrigens vor 35 Tagen das letzte Mal drin. Dann haben wir noch Llama Bell drin. Hatten wir Llama Bell nicht schon gestern drin? Ah, ne, Llama Bell hatten wir nicht. Wir hatten gestern dieses Magier-Ding, glaube ich, drin. Genau. Vor 30 Tagen Llama Bell drin gewesen. Genau, wir hatten gestern das mit den Lamas mit dem Zauberstab drin. So, also ja, mein Highlight heute ist Splode. Vielen, vielen Dank nochmal. Grüße gehen raus natürlich an Melone. Vielen, vielen Dank, Melone. Und viele Grüße gehen raus an Kali. Danke euch beiden für die Geschenke. Schon wieder ein Tag, wo die beiden mir was schenken. Vielen, vielen Dank. Ohne Witz, ne?
Absolut nicer Skin. Danke euch beiden. Ja, mein Highlight geht raus heute auf jeden Fall ans Blaut. Schreibt mal rein, was euer Highlight ist. Den ganzen Shop gebe ich heute. Was geben wir dem Shop heute? Ich gebe dem Shop heute mal eine 7 von 10. Denn Splode ist nice. Verrückt, aber nice. Und die beiden Raps sind cool. Und ansonsten, ja, von der Daily-Seite geht so ein bisschen. Lama Bell ist ganz cool. Ansonsten Reckon Specialist und Nightlight natürlich, kann man sich gönnen. Ja, wie gesagt, 7 von 10. Schreibt mal rein, was ihr im Shop geben würdet. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fandet, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da. Unterstützt mich gerne mit dem Creator-Code, wenn Snipes. Und dann würde ich sagen, wir hören uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.